Hallöchen, ich wurde über TikTok gefragt, ob ich nicht eine Anfängermütze zeigen könnte, eine gestrickte Mütze zeigen könnte. Das mache ich natürlich sehr gerne. Die ist wirklich super einfach mit einer Rundstricknadel gestrickt. Ideal für Anfänger, du brauchst nur rechte und linke Maschen. Die dehnt sich auch super. Also ganz toll. Verschiedene Größen schreibe ich in die Infobox. Diese hier ist jetzt zum Beispiel mit Umschlag, geht natürlich auch ohne. Und ja, ich würde mich ganz doll freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst, um nichts zu verpassen und vielleicht mir auch bei TikTok und Instagram folgen würdest. Schreibe ich alles unten rein. Ja, und dann geht's auch schon los. So, für die Mütze benötigst du auf jeden Fall mal 100 Gramm Wolle, Garn. Ich habe hier ein recht dickes, da steht auch drauf Nadelstärke 5,0, 100 Gramm für eine Mütze und darauf achten, dass du bei der Maschenprobe 16 Maschen für 10 cm benötigst. Wenn du da mehr oder weniger Maschen hast, dann musst du das mit der Maschenprobe selber eventuell nochmal ausrechnen, dass das Ganze nachher auch passt. Also bei mir sind es 16 Maschen. Wie gesagt, pro 10 cm, Verzeihung. Und ja, dann brauchst du noch natürlich eine Rundstricknadel. Ich habe jetzt leider nur entweder die ganz lange Variante da oder die ganz kurze. Diese eignet sich auch super, weil dann kannst du direkt in Runden stricken und hast dann später nicht die Naht. Also wenn du so eine kurze Nadel hast, ist es perfekt. Ich zeige aber heute die normale Variante, wo man dann am Ende hinten zusammennähen muss. Also ich habe leider nur eine ganz lange Rundstricknadel in Stärke 5,0. Die ist eigentlich eher für so Decken oder so gedacht. Aber ich habe jetzt keine andere da. Wie gesagt, dann brauchst du später noch eine Nadel und eine Schere. So, das packe ich mal weg. Brauchen wir das ganz zum Schluss. Die verschiedenen Größen schreibe ich dir unten in die Infobox. Es gibt 4 verschiedene Größen, also Kopfumfang 50 bis 56 cm. Wir machen jetzt die Größe M praktisch mit einem Kopfumfang von 52 cm. Bedenke bitte, dass sich das Muster sehr, sehr dehnt später. Also lieber einen Ticken kleiner stricken oder eine Nummer kleiner nehmen als zu groß. Und ja, Garn wird ja mit der Zeit eh ein bisschen, ne, lockerer. Deshalb würde ich da vielleicht sogar eine Nummer kleiner empfehlen, wenn du dir nicht ganz sicher bist. So, das ist wie gesagt eine Anfängermütze, in der wir nur in Reihen stricken und nicht in Runden. Also wir stricken immer hin und her und hin und her. Zunächst einmal mache ich hier mir eine Anfangsschlinge und setze mir die hier auf die Nadel und schlage dann noch 92 Maschen an. Also 93 Maschen insgesamt brauche ich. Ich gehe mit meinen beiden Fingern jetzt zwischen die Fäden durch, ziehe mir die so auseinander, halte mit Ringfinger und kleinem Finger unten die beiden Fäden fest. So. Drehe mir die Hand so rum und gehe jetzt hier unten mit der Nadel am Daumen rein, spanne mir das so ein bisschen, drehe die Hand, wickel den Faden vom Zeigefinger um die Nadel rum und lasse los und ziehe dabei fest. Das ist meine erste und so geht es weiter. Hand drehen, von unten rein, Hand etwas drehen, mit der Nadel den Faden vom Zeigefinger durchholen und anziehen. Nicht zu fest. Lieber schön locker anschlagen. Du kannst auch für den Anschlag beide Nadeln gleichzeitig benutzen. Dann wird der Anschlag insgesamt etwas lockerer. So. Und wie gesagt, insgesamt mache ich jetzt 93 Maschen.
So, 93. Die erste Masche ist meine Randmasche, die stricke ich rechts. Und zwar immer, auch in der Rückreihe. Und dann beginne ich mit dem Muster. Und zwar zwei Maschen rechts. Ich steche von hier ein und hole den Faden durch. Also ganz normale rechte Maschen, zwei Stück und dann zwei links. Dafür nehme ich den Faden vor die Nadel und steche jetzt von dieser Seite ein und hole mit den Faden durch. Und dann wieder zwei rechts. Also eigentlich das klassische Bündchenmuster, zwei rechts, zwei links. So, ich bin gleich am Ende der ersten Reihe angekommen. Noch zwei links. So, meine letzten beiden Maschen sind linke Maschen. Und die allerletzte Masche, die stricke ich nicht. Ich nehme den Faden vor die Nadel, wie zum Linksstricken, und hebe die Masche einfach ab. Lass sie ungestrickt. Wende jetzt das Ganze und erst jetzt in der nächsten Reihe stricke ich die erste Masche wieder rechts ab. So, dann folgen wieder zwei rechte Maschen. Das erkennst du übrigens daran, du hast ja jetzt so ein V, wie so eine Art V unter der Masche, und bei den linken Maschen siehst du also so einen Querbalken. Daran erkennst du, ob du jetzt rechte oder linke Maschen stricken musst. Also auf die rechten Maschen kommen jetzt rechte Maschen, so wie sie dir erscheinen. Also die Maschen, die du in der Hinreihe rechts gestrickt hast, die strickst du jetzt links. Und die du links gestrickt hast, strickst du jetzt rechts. Das siehst du aber hier. So, jetzt haben wir hier die Querbalken und die beiden Maschen stricken wir jetzt links ab. Und dann kommen wieder zwei rechts und zwei links. Ich mache meine Mütze mit einem doppelten Bündchen. Das heißt, ich schlage das Bündchen nachher um, sodass ich da so einen doppelten Rand habe, wie du am Anfang gesehen hast. Dafür stricke ich jetzt 23 bis 24 cm einfach in die Höhe, je nachdem, wie dick du das Bündchen haben möchtest. Wenn du gar kein Bündchen haben möchtest, also umgeschlagenes Bündchen haben möchtest, dann strickst du jetzt nur 19 cm für diese Größe. Wie gesagt, und für die anderen Größen schreibe ich das unten in die Infobox. Ah, und weil viele noch fragten, wo denn die Infobox eigentlich ist, die findest du unter dem Titel, steht mehr. Und da ist so ein ganz kleiner Pfeil, nur so ein Häkchen. Und da musst du draufklicken. Und dann erscheint dann die ganze Infobox, wo dann alle weiteren Informationen sind. Also guck mal unter dem Titel nach. Da findest du dann alles Weitere. So, ich mache jetzt hier, wie gesagt, weiter und wir sehen uns dann gleich. Kleine Korrektur, es sind 94 Maschen und nicht 93 Maschen. Tut mir leid, 94 Maschen im Anschlag. Ich habe weiter gestrickt und jetzt etwa, wie gesagt, 23,5 cm nicht gestrickt. Und jetzt mache ich auch schon die Abnahmen für die Mütze oben. Und noch einen kleinen Tipp am Rande, wortwörtlich am Rande. Wenn ich nicht mehr viel Garn übrig habe, stricke ich bis zum Ende einer Reihe und setze immer am Reihenanfang dann ein neues Garn an. Und stricke da ein paar Maschen mit beiden Fäden zusammen. So ist der eine Faden direkt schon vernäht. Und man hat nicht mittendrin irgendwo in der Mütze einen Knoten oder sowas.
deshalb ist es ganz praktisch. Also nachher beim Zusammennähen kann ich den Faden dann einfach mitlaufen lassen und den kann ich dann abschneiden. Nur so als kleinen Tipp, wie ich das mache. Und ja, es geht genauso einfach weiter. Muss ich mal mit meiner ewig langen Nadel. Und zwar, ich stricke erst wieder meine Randmasche und dann die beiden rechten Maschen, ne, rechts zusammen. Also du kannst entweder von vorne einstechen, du kannst aber auch so rum rechts einstechen. Ein bisschen eng gestrickt, du kannst sie auch erst lockern und dann die beiden Maschen zusammen abstricken. Die nächsten beiden stricke ich dann links zusammen ab. Und dann wieder rechts zusammen ab. Zwei Stück. Also hier wieder rechts zusammen stricken. Bin ich jetzt aus dem Bild raus? Ich weiß nicht. Ja, rechts zusammen. Und die nächsten beiden dann wieder links zusammen. Das mache ich jetzt die komplette Reihe und dann geht's weiter. Die letzten beiden linken Maschen und die letzte Masche wieder abheben. So, in der Rückreihe stricke ich wieder meine Randmasche und dann schaust du, wie die Maschen erscheinen. Hier ist eine rechte Masche und mit dem Querbalken, das ist eine linke Masche. Genauso stricken wir die jetzt auch ab. Eine rechts, eine links. Also die komplette Reihe, so wie die Maschen erscheinen. So, wir hatten ja in der Abnahmereihe die Maschen halbiert und genauso geht es jetzt in der nächsten Hinreihe auch weiter. Dieses Mal stricken wir jetzt nur noch rechts zusammen. Also nicht mehr abwechselnd zwei Maschen rechts, zwei Maschen links zusammen, sondern nur noch zwei Maschen rechts zusammen. Und das bis zum Ende. So, und in der Rückreihe stricke ich jetzt alle Maschen links ab. Einfach. Und kleiner Tipp, hier nicht zu fest anziehen, denn sonst wird die nächste Abnahmereihe etwas schwer werden. Also, alle Maschen links. So, und dann eine letzte Abnahmereihe. Auch wieder mit rechten Maschen. Also wieder zwei Maschen rechts zusammen. Ich lockere mir die Maschen jetzt hier wieder. Und wieder zwei Maschen rechts zusammen. Komplett die ganze Reihe. Es geht übrigens etwas einfacher, wenn du, also wie gesagt, die Masche erst lockern, wenn das zu fest ist und dann nicht so rum abnimmst, sondern wirklich gerade hochkant die Nadeln hältst, dann kannst du hier besser einstechen. Wickelst du mit dem Finger rüber und dann hochkant hier so runterziehen. So geht es wesentlich einfacher als jetzt quer. So, hier bleibt am Ende noch eine Masche übrig, die kannst du dann rechts stricken und abheben, die letzte wenden. Und ich stricke jetzt noch einmal komplett mit linken Maschen wieder bis in den Anfang.
könntest jetzt auch noch mal eine Abnahmereihe machen. Aber ich ziehe die jetzt einfach zusammen gleich. Also wenn dir das lieber ist, könntest du jetzt noch mal die Maschen halbieren. Ich lasse es jetzt so. Den Faden schneide ich jetzt lang ab und nehme meine Nähnadel. Und die letzte Masche stricke ich hier jetzt noch. Also die Randmasche stricke ich jetzt dieses Mal doch. Nehme meine Nähnadel, ja, oder Wollnadel, gehe jetzt von der anderen Seite rein und fädel mir jetzt die ganzen Maschen, also auf der gegenüberliegenden Seite, nicht da, wo der Faden liegt, auf meine Nadel. Du könntest das jetzt auch auf die andere Nadel rüberschieben. Auf das andere Nadelteil. Mir ist mein Seil zu lang. Deshalb gehe ich jetzt so hier durch. So, alle Maschen mitnehmen. Wie gesagt, bei mir sieht es komplizierter aus. Und dann einfach den Faden einmal durchziehen, fest anziehen, dann wende ich das Ganze auf die andere Seite und nähe jetzt einfach nur noch die Seitenteile zusammen. Hier wirklich gut anziehen, kannst du hier oben auch noch mal verknoten. Damit das hier oben schön zu bleibt. Vielleicht auch noch mal hier durchgehen. Damit das hier schön zu ist. So, die Kanten jetzt schön gegenüberlegen und dann Masche für Masche an der Randmasche entlang vernähen. Dabei bleibt es jetzt dir überlassen, ob du durch beide Maschenglieder stichst, so der jeweilige, also beider Seiten, oder nur durchs innere Maschenglied oder nur durchs äußere Maschenglied. Das kannst du machen, wie es dir besser gefällt. Ich mache es jetzt hier durch beide. Und stricke, wie gesagt, jetzt Masche für Masche die Seiten zusammen. Danach vernähe ich noch alle Fäden und das war's dann auch schon. Dann ist deine Mütze fertig. So sieht's dann aus und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann!